Nicht immer werden Notrufe korrekt abgesetzt, vor allem wenn der Anrufer selbst in akuter Lebensgefahr schwebt. Das Rettungsteam um Notarzt Detlef Dvorak ist unterwegs zu solch einem Fall, ohne zu wissen, dass noch jemand dringend Hilfe benötigt. Notruf Feuerwehr-Rettungsdienst, hallo? Hilfe, kommen Sie ganz schnell. Hallo? Hallo, wer ist da? Ich habe Schmerzen. Herz. Woher rufen Sie an? Schmerzen. Kommen Sie schnell. Nennen Sie uns eine Adresse. Der Notruf bricht ab. Doch dank modernster Technik kann die Leitstelle den Anruf zurückverfolgen. Der Einsatz führt das Team in ein Bürgerzentrum, wo gerade eine Theatergruppe probt. Doch die Lehrerin weiß nichts von einem Notruf. Ich bin hier nur mit meinen Schülern. Wir üben hier für ein Theaterstück. Ich habe aber nur zwei Schüler hier. Hast du eine andere Meldung, Manni? Was ist? Also sie sagt, sie hätte mich angerufen. Nee, hier ist auch keiner. Hier. Oder ein anderer? Okay. Leitstelle Köln von NES 1.1. Wenn ein Notruf bei der Kreisleitstelle eingeht, wird der Leitstelle auf dem Monitor die Rufnummer angezeigt. Und die Leitstelle hat eine direkte Verbindung auch zum Einwohnermeldeamt. Und dort wird auch die komplette Adresse des jeweiligen Anrufers mit angezeigt sofort. Kurz sind wir vor euch. Es ist durch die Leitstelle bestätigt worden, dass der Anruf hier getätigt worden ist. Okay. Also über Festnetz oder was? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber da hat sie bestimmt jemand verarscht. Ja, ich meine, ich kann Ihnen das gerne zeigen. Wir können mal zu den Büros rübergehen. Ich habe zwar keinen Schlüssel, aber. Ja. Also das, ja, wir mal kurz die Türen sind ja, sicher, okay. Sicher, ne? Machen wir einen Lagencheck. Ach du Scheiße. Was war denn das? Oh mein Gott. Während des Gesprächs mit der Dame und Rücksprache vom NF-Fahrer mit der Kreisleitstelle hat es auf einmal einen lauten Knall gegeben, einen Schrei und. Die Dame lief dann ganz schockiert in die Räumlichkeiten und wir sind eigentlich einfach mal hinterher. Die Spezialisten rechnen mit dem Schlimmsten. Und tatsächlich, auf der Theaterbühne liegt ein Schüler mit blutüberströmtem Gesicht. Die Rettungskräfte erkennen sofort, was passiert ist. Kommen Sie doch mal was schneller! Sie kommen jetzt erstmal hier zurück. Sie kommen erst mal zurück. So, Manni, Information an dich. Hier scheint ein Scheinwerfer runtergekommen zu sein. Pass auf. Das ist aber jetzt nicht unser Patient hier, ne, wahrscheinlich. Meinst du? Ja. Weiß ich nicht. Doch, hier. Das scheint ja gerade passiert zu sein. Pass mal auf, hier. Wir bleiben jetzt erstmal hier stehen. Mach mal das Schulter bei den Freien und gucken, was genau vorliegt. Leitstelle Köln von NEF 1.1. Also die Blutung kommt hier von Kopfseite. Hallo, können Sie mich verstehen? Ja, okay, mal die Augen aufmachen. Mich angucken. Mund auf. Zunge rausstrecken. Mal den haben wir bis jetzt noch nicht gefunden. Schickt ihn mal pauschal hier hin, ja? Pupillen sind Isochor. Soweit, was ich sehe, erstmal ja. Der Tim, der lag auf dem Rücken, schmerzgekrümmt. Drehte er sich hin und her und zeigte also, nachdem wir das Kostüm aufgeschnitten hatten, einen Bluterguss im Bereich der Schulter. Und meine Erstdiagnose nach kurzer Untersuchung war eine Verrenkung der Schulter. Wobei ich also eine Knochenfraktur nicht feststellen konnte. Also wir machen jetzt so eine ganz kleine Kurznarkose und du merkst überhaupt nichts von dem Einrenkmanöver. Und danach geht es dir wieder viel, viel besser. Ja? Hast du ein taubes Gefühl im Arm? Die Finger merkst du hier, ne, wenn ich die berühre. Okay. Oh Gott, wer ist das? Frau Kirschner. Wer ist das? Sie sind die Eltern von dem. Okay, gut. Es tut mir so leid. Ganz ruhig. Stellen Sie es mal erstmal hier. So. Das müssen wir bitte sagen, was Sie sind. Also, hier, ich bin das ist mein Sohn. Ja, genau. Ich bin Ihr Ansprechpartner. Ich bin hier. Also, wir versorgen den gerade. Da ist wohl ein Scheinwerfer runtergekommen. Wir sind medizinisch ist er stabil, alles in Ordnung. Wie kann denn sowas passieren? Sie hören mir bitte zu. Keine Vorwürfe hier, okay? Das ist jetzt gerade der falsche Zeit. Ja. Hier war es natürlich zwingend erforderlich, die Eltern zu beruhigen, damit sie nicht den Einsatz stören. Eltern haben natürlich den Drang dazu, sofort zu ihren Kindern zu kommen. Aber wenn wir gerade da an einer Maßnahme dran sind, würde das sehr störend sein. Und deshalb war es hier erforderlich, die Eltern zu beruhigen und natürlich auch Verständnis dafür zu haben, dass sie etwas aufbrausend sind. Ja, okay, und so, Kitan ist hinterher. Also, kurze Information fürs Team. Hat keine Vorerkrankungen, ist kerngesund, nimmt keine regelmäßigen Medikamente. Ja? Das funktioniert aber schnell jetzt. Oh ja, er ist relaxiert. Ja. Achso, auf die Sättigung. Okay. Moment, warte mal. Ich warte noch. Ja, ja. Nichts machen.
Ich brauche mal eine Sauerstoffmaske. Ich brauche Sauerstoff. Okay. Mach mal schnell Sauerstoff. Ich überstrecke ein bisschen hier. Puls ist peripher, Taster. Seid ihr gut? Ja. Tim, mal tief Luft holen. Während der Kurznarkose hatte Tim einen kurzzeitigen Sättigungsabfall. Das heißt, dass das Sauerstoff im Blut ist rapide abgesunken und da muss man halt eingreifen. Ich habe einen sogenannten S-Marsch-Handgriff gemacht, habe halt den Kopf überstreckt, damit die Atemwege weiter freigehalten werden und wir haben hochdosiert Sauerstoff über die Maske gegeben. Man darf halt so eine Kurznarkose nicht unterschätzen, die birgt Risiken und es kann halt immer in die falsche Richtung auch gehen. Die Rettungskräfte wissen noch nicht, dass der Unfall mit dem ursprünglich abgesetzten Notruf zusammenhängt. Doch von dem Anrufer fehlt nach wie vor jede Spur. Ah, jo, ist okay. Okay. Das war's? Okay, ist drin. Ich bewege einmal passiv durch. Dieses Einringmanöver, was ich gemacht habe, sollte man also nur Ärzten überlassen, weil wenn Laien dieses durchführen, durchaus Nerven- und auch Gefäßverletzungen auftreten können, die also manchmal unwiederbringlich sind, sodass also Nervenlähmungen drohen oder eben auch abgestorbene Anteile des Armens durch Thrombosebildung beispielsweise. Also, wichtig ist mir jetzt, der Hausmeister, wo ist der? Wie viele Leute sind noch hier, dass wir jetzt mal hier komplett mal rumgehen und alles mal durchgucken? Also ja? Normalerweise ist der Hausmeister zuständig, aber nicht mehr um diese Uhrzeit. Warum ist da Werkzeug? Nicht da Werkzeug? Keine Ahnung. Gucken wir. Also hier so am Werkzeugkasten. Okay. Wo geht's denn dahin? Oder können Sie mich, also Sie kennen sich besser hier aus. Stopp, stopp, stopp. Jetzt fällt mir was ein. Als wir angefangen haben, als wir reinkamen, stand eine Leiter auf der Bühne, die ich wegräumen musste. Also okay. Vielleicht hat doch jemand hier gearbeitet. Wollen wir mal gucken, wo das sein kann? Also ich kann gerne noch mal mit Ihnen zu den Büros. Das ist die einzige Möglichkeit. Ist mir gerne. Ich wüsste sonst gerne. Nicht. Ja, ich kenne mich hier nicht. Ja. Nick, ich melde euch jetzt gleich an. Wie alt ist er ungefähr? Die Eltern. Wie alt ist er? 18 ist er. 18 Jahre. 18 Jahre, nicht intubiert, nicht beatmet, Schulterlux, ne? Genau. Okay. Während der verletzte Schüler versorgt wird, macht sich Sanitäter Manfred Klein mit der inzwischen eingetroffenen Verstärkung auf die Suche nach dem Hausmeister. Sollte er den Notruf abgesetzt haben, schwebt er in akuter Lebensgefahr. Ja, hast verstanden. Ach, hier ist er. Bleib mal einen Moment hier stehen. Vorsicht, nicht, dass Sie sich verletzen. Nick von NF11. Hallo. Hallo. Das ist der Hausmeister. Aber, kannst du mal eben schnell den Doc hier hinschicken? Hallo. Pass auf. Nimm mal das Beatmungsgerät. Ja, komm her. Ist er ansprechbar oder nicht? Nee, er reagiert nicht auf Ansprechen. Hallo. Okay, sollen wir erst mal auf den Rücken drehen? Ja, genau. Warte, ich hänge hier gleich so fest. Können Sie dem Notarzt einmal vorhanden? Zeigen, wo er hin muss, nicht dass vorhanden. Sie draußen... Kein Puls. Ja, nur, dass er weiß, wo er rein muss. Danke. Aktuell kein Puls. Okay, was? Kein Puls? Direkt mal drücken. Der Hausmeister klagte am Telefon über starke Herzschmerzen. Er ist seit mehreren Minuten ohne Puls und nicht mehr ansprechbar. 30. So, kurzes Update. Warte, kurzes Update für dich. Wir sind hier angekommen, war sofort reanimationspflichtig, hat keinen Puls. Wir haben sofort mit der Reanimation begonnen. Okay, ich komme nach oben. Einen Moment. Die Zeit bei der Reanimation spielt natürlich eine Riesenrolle. Umso länger wir brauchen, umso schwieriger wird es für den Patienten. Hier war es wirklich aufgrund der Zeit, die wir zum Suchen gebraucht haben, sehr, sehr kritisch. Die Rettungskräfte kämpfen verzweifelt um das Leben des Hausmeisters. Sollte es ihnen nicht gelingen, das Herz zum Schlagen zu bringen, droht der Patient noch vor Ort zu versterben. Ja, Schock empfohlen. Dann einmal defibrillieren. Kommt einer von euch einmal den Defibrillator. Du hältst bitte das EKG in den Dingens. Im Blick, halt das EKG im Blick. Wie viel Joule hast du? 150 bitte. 150. Ja, okay. Ja, du gibst Kommando. Alle vom Patienten wegtreten. Sind wir weg? Und Schuss. Warte. Wir haben Sinusrhythmus. Nimm mal hoch. Ups, tu mal weg. Sinusrhythmus. Ja, okay. Blutdruck. Müssen wir gleich. Peripher kommt was an. Stethoskop. Wenn du peripher, dann bist du ja schon bei Atmen. Ich tunne mal assistiert bei Atmen ein bisschen. Wieso passt das? Der hat auf jeden Fall eine Eigenatmung, siehst du? Die Reanimation zeigt Wirkung.
Der Puls des Hausmeisters scheint sich zu stabilisieren. Doch schon auf dem Weg in den Rettungswagen verschlechtert sich sein Zustand erneut. Okay, komm, schnell. Komm, okay, einmal runter. Rein. Komm, nee, warte. Okay. Willst du ins Auto oder willst du hier? Ja, komm, schnell ins Auto. Hier. Drück mal, Einmal runter, auf Arbeitsfest. Gefährlich ist der Herzinfarkt ohnehin, aber bei Kammerflimmern kommt es zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand und zu einem drohenden Tod oder letztendlich auch zu einem fast sicheren Tod. Jetzt stell mal den Defi hin. Ich hab den im Blick. So, jetzt guck mal eben, Nick. Ich übernehme. Genau. Pass auf, im Auto ist Intubation. Du sagst an. Das Herz des Hausmeisters hat aufgehört zu schlagen. Den Rettungskräften bleibt jetzt nur eine Möglichkeit. Ja, Analyse startet. Schock empfohlen. Weg vom Patienten. Ich schocke. Würde ein Mitarbeiter den Patienten berühren, wenn wir defibrillieren, dann würde der Stromschlag auf ihn übertragen. Er würde umfallen und wahrscheinlich auch Rhythmusstörungen haben. Noch ist der Patient nicht außer Lebensgefahr. Jeden Moment kann es zu weiteren Komplikationen kommen. Er muss umgehend auf die Intensivstation. Guck mal aufs EKG. Hast du einen Puls? Wir haben hier den Sinusrhythmus. Okay, mach mal Pulskontrolle bitte. Puls vorhanden. Okay. Sinusrhythmus, ja, trotzdem vielleicht mal das Adrenalin aufziehen. Manni, ja? Hier ist wieder Puls. Ah, super, perfekt. Okay. Im Krankenhaus wird also der Hausmeister in ein sogenanntes PCI-Labor eingeliefert. Das heißt, man macht also eine Untersuchung per Herzkatheter und versucht, über diese Herzkatheteruntersuchung die Engstelle aufzuweiten, sodass also der Herzmuskel nicht nekrotisch wird. Dank des schnellen Eingreifens konnte das Leben des Hausmeisters gerettet werden. Auch dem verletzten Theaterschüler geht es inzwischen wieder gut. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass dem Hausmeister auf der Leiter schwindelig wurde. Er konnte den Scheinwerfer daher nicht ordentlich befestigen. Kurz nach dem Notruf ist er zusammengebrochen.